Herzlich willkommen zu einem neuen kurzen Bitcoin-Update. Das ist der 3.1.2018 und wir schauen uns heute in einem kurzen Video die Price-Action der letzten Tage an, seit Weihnachten oder auch vor Weihnachten, eigentlich seit dem letzten Video, was bis jetzt passiert ist, wo wir uns gerade befinden. Wir haben seit dem 16. Dezember eine Gegenbewegung zum vorherrschenden Trend gesehen, wie das Ganze jetzt zu bewerten ist und worauf wir oder worauf ich die nächsten Tage und Wochen jetzt genauer schaue, das sehen wir uns in diesem Video an. Und ich habe die Facecam jetzt erstmal ausgemacht, damit wir mehr Platz für den Chart haben. Und ja, bevor ich anfange, möchte ich noch kurz darauf hinweisen, wenn ihr Kommentare habt oder wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr einfach nur Feedback geben wollt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich habe gesehen, dass die View-Zahl doch noch ziemlich hoch ist, also es sind doch noch ziemlich viel treue Zuschauer und Abonnenten für die derzeitige Marktlage, aber die Kommentare sind extrem gering, was natürlich auch verständlich ist. Ich schreibe auch selten Kommentare, muss ich sagen, aber es hilft einfach mehr für den Algorithmus, als wie wenn YouTube sieht, dass irgendwie 3.000 oder 5.000 Leute das Video sehen, aber nur 5 Leute kommentieren, dann denkt YouTube, das sind Bots oder wertet das Video automatisch schlechter. Wir sind jetzt hier am Daily Chart, aber wir gehen vorher noch auf den Weekly Chart, um eben das Ganze von unten oder von oben herab durchzuarbeiten. Wir haben jetzt hier am Weekly Chart den ersten Bounce gesehen seit Ewigkeiten von dieser Zone, von dieser Nachfragezone. Die haben wir hier nicht ganz erreicht, aber ich denke, man sieht diesen Nachfragebereich oder diesen Resistance, Support-Bereich, sorry, hier war das erste Mal Resistance, beim zweiten Touch Support. Jetzt sind wir nach ewig langer Zeit wieder in diesen Bereich zurückgekommen und haben jetzt hier, Gott sei Dank, endlich mal Support gefunden. Wir haben den ersten Bounce jetzt gesehen. Der erste Bounce hat bei ca. $4,200 geendet. Hier haben wir jetzt auch wirklich den ersten Resistance-Bereich vorgefunden. Das war eben ja diese Konsolidationsphase hier, die konkret hier gestartet hat, nämlich bei 3.600 und hier haben wir dann eben diesen Angebotsbereich, das heißt, wir hatten von diesem Bereich aus einen starken Abverkauf nach unten, der Kurs kommt wieder hier hoch, beim ersten Touch sehen wir auch in diesem Abverkauf ein ziemlich normales Preisverhalten. Wir können uns auch hier immer die Fibonacci-Lines anziehen, um ungefähr, ja, zu wissen, wie weit wir denn nach oben retraced haben, denn Retracement gibt es nicht in einem Uptrend, nein, auch in einem Downtrend. Das sehen wir ja wirklich, dass wir ziemlich stark nach oben gelaufen sind, also wir sind bis zu 79% Retracement gelaufen. Das ist auch nicht gerade atypisch, gerade bei starken Downtrends passiert es schon mal, dass oft nur das 50% Retracement Ratio erreicht wird oder eben das 62% Golden Pocket, 61,8, ich habe 62. Was ich euch auch empfehlen kann, ist das 70,5 Retracement Ratio in euren Fib-Charts einzugeben. Das haben wirklich wenig Leute drinnen. Aber wie ihr auch hier seht, das ist wirklich immer ein Level, was sehr stark anspricht. Was wir jetzt auf den niedrigeren Timeframe sehen, ist eigentlich ganz simpel. Wir haben hier dieses Low geformt. Wir sind dann eben hier hochgerannt, wie auf dem Daily Chart schon beschrieben, sind dann in dieses Supply, in dieses Angebotslevel reingerannt, haben das erste Leg nach unten gesehen und haben dann wiederum hier Support gefunden. Der Support kam konkret von dieser Konsolidierungsphase hier. Also seht das jetzt hier, wenn wir die Wicks der Kerzen genauer nach oben anlegen, dann seht ihr auch, woher der Support kommt. Wir können uns hier die Fibs anziehen und hier seht ihr auch, dass wir hier genau das Golden Pocket Retracement getroffen haben, die 62%. Was so mein Tipp wäre, für zwischendurch nochmal was zum Aufschreiben oder zum Merken besser gesagt, woher oder wie ihr merkt, dass eure Fibs gut angelegt sind, ist immer eine Redaktion zum Vorlevel. Es ist jetzt hier zum Beispiel bei den 50%. Hier sieht man eindeutig, dass der Markt hier Reaktion gezeigt hat. Ich meine, wir haben zwar auch hier eine Art Demand-Zone, also eine Nachfragezone, aber ihr seht ganz klar, dass der Markt sensibel auf dieses 50% Retracement-Ratio reagiert hat. Das ist dann auch schon ein Indikator dafür, dass er höchstwahrscheinlich auch am 62% oder am 61,8% Retracement-Ratio reagieren wird. Genauso haben wir das hier gesehen. Wir können uns auch hier noch die
anderen Levels einschalten. 0,382 wäre ja auch so ein Beispiel. Wir reagieren hier wirklich ja, auf den Tick, genau. 0,236 war dann auch noch hier. Für meine Belange, ich habe die Fib-Ratios nur ab dem Bereich 50%. Alles darunter, also 0,382, 0,236, interessiert mich nicht eigentlich. Konkret für mich interessant ab 50%. Was wir jetzt konkret sehen oder worauf ich hinaus wollte, ist das hier. Wir sehen hier einfach, dass der Markt hier noch eine Serie von Lower High, wir haben hier dieses Low geformt, wir haben dann hier ein High, das wäre einmal unser erstes Higher High, wenn wir sagen würden, aber wenn wir dieses ganze Leg als eines zählen, dann wäre das das erste High, wir formen hier ein Low, Higher Low, Higher High. Könnt ihr jetzt natürlich sagen, dass wir hier dieses Higher Low gebrochen haben und dass das bearish ist, was ich aber nicht so bezeichnen würde, denn es ist für mich nur ein wirklich marginales Swing Low. Das größere Swing Low ist hier eingepreist worden und wir haben auch hier starken Support gefunden. Wir haben direkt diesen Bounce nach oben gesehen. Deswegen zählt das für mich immer noch als Struktur mit einem Higher Low versiert. Das heißt, für mich ist der Uptrend im größeren Downtrend derzeit noch intakt. Was jetzt hier interessant wird, ist diese Zone. Ihr seht auch schon hier, wie der Markt hier wieder reagiert ist. Stichwort Supply Zone oder Angebotszone auf Deutsch. Wir haben hier diese große Kerze. Man kann sie auch Orderblock nennen, wie man will. Am Endeffekt ist dieser Bereich relevant, weil wir von diesem Bereich einen starken Schwung nach unten gesehen haben. Wir kommen wieder in diesen Bereich hier hoch. Und was sehen wir hier? Resistance. Das erste Mal einen ja, ziemlich starken Schwung weg von dieser Zone. Ihr müsst denken, das ist ein 12-Stunden-Chart. Das war von 3.900 auf 3.600. Das sind $300. Ja, relativ gesehen schon ein starker Swing weg von diesem Bereich. Wenn wir uns auch hier wieder die Fib-Levels anziehen, sehen wir hier 50% Rausch nach unten. Was jetzt hier noch interessant ist, wir sehen, dass wir hier dann wieder zurückkommen. Wir halten diese Zone, die wir hier etabliert haben. Wir haben hier diese ja, Konsolidierungsphase, bevor wir dieses Low gebrochen haben. Wir kommen hier zurück, können die halten, halten hier ein Higher Low im Vergleich und stoßen uns jetzt immer noch an dieser 3,9er Zone, die jetzt eben kurzfristig für weiteres ja, bullischen Uptrend oder bullische Bewegungen nach oben im Weg steht. Was wir also kurzfristig sehen wollen, ist ein Bruch durch diese Zone und eben eine Etablierung des Supports, bevor wir dann eben weiter einen Uptrend bestätigen können. Wir können uns das Ganze jetzt auch auf dem 4-Stunden-Chart noch ansehen. Es sieht nämlich ein wenig interessanter aus. Am 4-Stunden-Chart formen wir im Prinzip eine Range. Ich habe gerade diese Linie hier noch, die ich rausmache. Wir sehen das jetzt hier detaillierter. Wir haben diesen Bereich geformt, sind hier hochgerannt. Hier das erste Supply Level, wie angesprochen. Sell-off, haben dann hier wieder Support gefunden durch diesen Bereich hier drüben, dieses High, das hier rüberkommt, haben dann einen starken Bounce gesehen und was hier jetzt gekommen ist, hat mich nicht wirklich überrascht. Immer wenn ihr solche Kerzen seht, könnt ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass diese Kerzen auch wieder abverkauft werden. Diese Kerzen nennt man auf Englisch Thin Legs, also dünne Legs, dünne Preisbewegungen nach oben oder unten. Und das sind konkret einfach rapide Preisbewegungen, die einfach aus einem ja, gewissen Sentiment entstehen, wo sehr viel Käufer auf einmal in den Markt kommen und wo aber an einem gewissen Zeitpunkt einfach keine Käufer mehr da sind, um den Preis nach oben zu pushen. Das heißt, diese Bewegung, die wir von hier nach unten gesehen haben, das war jetzt nicht deswegen, weil so viele Bären in den Markt gekommen sind oder so viele Seller auf die Käufer eingewirkt haben. Es war einfach eine reine Erschöpfung der Käufer, die wir hier gesehen haben. Müsst ihr euch das vorstellen, wenn hier die Order reinkommen, wenn wir sagen, die rechte Seite sind Kauforder, dann kommt zum Beispiel hier 30 Bitcoin rein, 30 Bitcoin, 30 Bitcoin, 30 Bitcoin, 30 Bitcoin bis hier nach oben. Das ist die Kaufseite und hier haben wir dann eben die Verkaufsseite, wo wir dann einfach wenig Angebot haben. Das heißt, der Preis muss einfach rapide, schnell nach oben steigen, damit er diese Order füllt. Die Order können Marktorder sein, die können Limitorder sein, die können Stoporder sein, die eben getriggert werden von den Shortkäufern im Markt, die dann eben gezwungen sind, zurückzukaufen. Wenn das passiert,
dann steigt der Preis rapide nach oben. Wir haben hier die Verkaufsseite. Und was dann ab einem gewissen Zeitpunkt passiert, ist ein Shift in Order Flow, also eine Umkehr des Order Flows. Das heißt, plötzlich haben wir dann mehr Käufer hier oben, weil hier haben wir auch wieder ein Angebotslevel. Das heißt, wir haben Leute, die hier 20 Bitcoins verkaufen, hier vielleicht dann schon 50 Bitcoin, je nachdem. 50 Bitcoin, 50 Bitcoin, 50 Bitcoin. Und die Käufer auf der anderen Seite werden aber logischerweise weniger. Also wenn man hier 10 Bitcoin nur mehr auf der Kaufseite, 10 Bitcoin, 10 Bitcoin. Und was passiert logischerweise? Wir haben dann diesen Switch im Order Flow, der dann dazu führt, dass wir eben immer diese starken Sell-Offs sehen, nachdem wir eben diese ja, groß übertriebenen Candles nach oben sehen. Also ihr könnt das wirklich beobachten, könnt ihr auch gerne backtesten. Man sieht das extrem oft, egal ob Krypto, Forex, Aktien, weiß ich eher weniger, ich trade eher wenig Aktien. Im Forex-Bereich passiert das Tag ein, Tag aus, und im Krypto-Bereich weiß ich auch, dass es oft passiert. Das gleiche haben wir zum Beispiel hier. Ihr seht hier dieses Leg total dünn. Das war für mich auch der Zeitpunkt, warum ich auch bei 4200 dann noch einen Short eröffnet habe. Wir haben ein dünnes Leg, auf Englisch gesagt, ein Thin Leg nach oben. Wir haben einen Shift im Order Flow. Man sieht das auch hier in den Rigs. Man sieht hier ganz klar, wir haben hier eine Umkehr im Order Flow. Hier haben wir dann Verkäufe, die in den Markt kommen. Und wir haben dann hier das Ganze, das gefüllt wird. Das gleiche haben wir hier gesehen. Schnelle Candle nach oben. Ups, sorry. Macht das jetzt anders. Wir haben hier eine schnelle Candle nach oben. Wir sehen dann hier diese Wicks, die eindeutig andeuten, wir haben mehr Verkäufer im Markt als wir Käufer. Wir gehen nach unten und füllen diese Ineffizienz nach oben. Hier haben wir eine effiziente Preisbewegung, ja, langsame Bewegungen nach oben, nach unten, nach oben. Sell-off, hier Ineffizienz im Markt. Wir füllen sie mit einer anderen Ineffizienz. Diese Ineffizienz hier geht nach oben. Wir sehen wieder hier die Wicks, deuten an, dass wir einen Shift im Order Flow haben. Hier wird das Ganze gefüllt. Hier war das letzte Mal, dass der Fall war. Können wir auch hier schon am 15 Minuten Chart sehen. Wir sehen hier diese Kerze. Hier am 15 Minuten Chart sieht man es dann noch nicht so genau. Wir sehen dann immer noch diesen langsamen Fluss nach oben. So wie ihr das hier seht, dieses Leg oder dieses Preismovement ist ziemlich effizient. Wir haben hier einfach schön stabiles Preismovement nach oben mit vielen Up-Moves und Down-Moves. Und hier ist genau das Gegenteil. Was passiert wieder hier? Rennen hier hoch und hier ist der Move eigentlich schon ziemlich zur Gänze ausgefüllt. Das war jetzt nur noch ein ganz kleiner Exkurs ins Thema Order Flow. Wie sieht das Ganze jetzt langfristig aus? Langfristig sieht der Chart eigentlich immer noch ziemlich gut aus. Natürlich ist die Frage, wie wir uns jetzt hier verhalten. Was schon mal wichtig war, ist, dass wir auf alle Fälle diesen Support-Bereich wieder gewonnen haben. Wir haben hier gesehen, dass wir hier starke Resistance hatten, als wir den ersten ja, Touch hatten, wieder hier durchzukommen. Wir sind dann jetzt butterweich durchgestochen und haben bei der zweiten Rückkehr Support gesehen. Was wir jetzt sehen, ist einfach eine Konsolidierungsphase, sorry, und nicht wirklich viel Volatilität. Deswegen können wir nicht wirklich viel sagen. Die nächsten Levels, die für uns dann auf der Oberseite interessant werden, wären eben dieses 4-2er-Level, das wir schon getestet haben. Hier müssten wir durchbrechen, da wir hier noch diesen Daily Block haben, dieses Daily Supply Level. Danach wird es schon ziemlich interessant, weil danach nicht mehr viel ist. Also, wie gesagt, wenn wir wirklich dieses High brechen, dann müssten wir oder könnten wir theoretisch, müssen es immer schwierig zu sagen auf den Märkten, aber dann könnten wir theoretisch in den Bereich 5600 sogar noch hochgehen, was ich schon noch für realistisch halten würde, wenn wir eben diese Konsolidation bullisch auflösen. Ihr hört schon wieder, wenn. Und ja, wenn und ob, sind immer natürlich so Bedingungen, die man stellen muss. Ich kann jetzt schwer sagen, dass wir hier natürlich automatisch hier hochgehen werden. Das kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Die Konsolidierung sieht eigentlich ganz gut aus. Das Higher Low wird gehalten. Wir haben hier ziemlich viele Ineffizienz, wie wir auch schon am niedrigen Timeframe gesehen haben, die wir erfüllen könnten. Wir haben nicht mehr viel Resistance und das wäre dann wirklich ein Target für die nächsten Wochen und Monate an den ersten. Ja, ersten Monaten des Jahres, dass wir dann wirklich nach oben füllen könnten. Das war jetzt schon die Analyse für heute. Ich hoffe, es hat euch ja ein wenig Spaß gemacht, ein wenig weitergeholfen. Ich möchte jetzt wieder öfter und regelmäßig Videos produzieren. Hatte einfach die letzten Wochen nicht so viel Zeit, da ich selber zu sehr beschäftigt war mit den Märkten. Ich könnte mir auch gerne auf Twitter folgen. Mein Twitter-Account ist hier.
Also ihr seht hier mein Handle, @trader_chris94, also 94. Und hier poste ich eigentlich den ganzen Tag. Ich poste ja auch sehr oft Forex-Charts, Crypto-Charts. Ja, auch hier zum Beispiel mein Schreibtisch mit meinem Monster Energy. News auch aus den herkömmlichen Märkten. Ich beschäftige mich eigentlich stark mit Makroökonomik und makroökonomischen Einflüssen auf die Märkte, speziell im Währungsbereich, Rohstoffbereich, Indizesbereich und generell Nachrichten aus Finanz, Wirtschaft und eben auch zum großen Teil Krypto. Ja, ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Schreibt mir in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Chris.